Alter, was geht ab, Leute? Honge, mit dem zweiten Kyoke-Video. Ich habe vorhin schon eins hochgeladen. Da bin ich sogar einem 100er begegnet. Schaut da rein, Link ist unten in der Beschreibung. Ob ich das gefangen habe oder leiden musste. Auf jeden Fall, das war... Also das mit dem 100er war noch mit dem alten System. Und gestern gab es ein Update. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Link auch irgendwo unten in der Beschreibung. Und der steht jetzt näher. Und es ist jetzt eigentlich ziemlich leicht, fabelhaft zu werfen. Eigentlich so wie bei den anderen Legendären. Trifft man eigentlich immer einfach fabelhaft. Jetzt habe ich einen von den neuen Kyogen gemacht, wo die so nah stehen. Das blende ich euch hier ein. Und danach habe ich noch eine Box von Luchas. Danke an die. Das müssen wir auch noch aufmachen. Hier hat die Post irgendwas kaputt gemacht. Richtig Fell von der Post. Aber egal. So, Update ist noch nicht raus für alle. Was mich sehr überrascht. Also nicht, dass es noch nicht draußen ist, aber dass das mit dem Kyoge vom Update abhängig ist, weil normalerweise ist sowas eigentlich immer vom Server freigeschaltet. Und ich habe mir die APK runtergeladen. Die könnt ihr irgendwo auf Google finden. Ich habe jetzt keinen Link dazu. Und alle Android-User können dann die APK und dann das Update dadurch runterladen und haben das dann schon. Aber die Tage müsste es eigentlich kommen. Und dann steht Kyoge auch bei euch so relativ nah. Seht ihr hier gerade, wie ich das fange. Bei ein paar anderen Pokémon wurde das auch geändert und die Position und die Entfernung und die Größen sind jetzt echt verrückt. Ich habe gehört, Despota ist jetzt so wie bei Ursaring. Dragoan ist auch komisch. Und dann so Radfratz oder so ist richtig groß geworden. Also so wie immer bei Niantic, wenn sie irgendwas fixen, dann kommen neue Probleme. Aber jetzt ist erstmal Kyoge gefixt. Das wird die meisten freuen. Leider für ein paar zu spät. Die haben noch beim alten System das 100er Kyoge bekommen. Und dann leider bei den meisten geflohen, weil es halt echt damals noch so schwer war. Ich sag damals, aber das war vorgestern. Jetzt haben wir die Box hier. So. Richtig schlecht gemacht von der Post. Danke an Lootchest. Jeden Monat gibt es eine Box mit einem bestimmten Thema. Link ist unten in der Beschreibung. So. So sieht sie aus. Mit Fail von der Post. Wo ist das? Hier oben. So. Tada! Epic Gaming and Geek Lot. Every month. So, ich bin gespannt. Okay. Moment, ich stell's mal hier. Oh, ich stell's mal hier kurz ab. So. Was haben wir denn hier? Ein Shirt. Meistens immer ein Shirt dabei. Oh, wow. Okay, ich hab was gesehen, was mir sehr, sehr gefällt. So. Checken wir erstmal das Shirt ab. Also, Thema wahrscheinlich Gaming. Könnt ihr sehen, Joystick, Würfel, Schach, Karten, Elemente, Gamer, also Gaming. Moment, hier nochmal kurz für euch. So, das muss ich sagen, ist bisher glaube ich das kurze Shirt. So, okay. Oh Mann. Wieder irgendwas zum Essen, was super sauer ist. Ich habe da letztens schon mal was gegessen. Das hat mich echt zerstört. Das essen wir. Ja, okay, komm, essen wir es jetzt. Wieso nicht? So. Nuklear-Kaugummi. Okay, wie riesig ist das Teil bitte? Game of Thrones? Jon Snow. Eigentlich mein Lieblingscharakter. So. Hab ein bisschen vorgespult, bisschen am Kaugummi gekaut. Was ist das für eine Figur? Auf jeden Fall John Schnee auf Deutsch. Eine Pixelfigur, verstehe. Schreibt unten rein, für welches Haus ihr seid. Das ist cool. Aber das ist nicht das Coole, was meine Aufmerksamkeit gelockt hat. Das zeige ich euch am Ende. So. Coaster Pack. Coaster Pack ist Untersetzer halt, glaube ich. Okay, jetzt habe ich es doch geschafft. Alle vier. Das ist echt cool. Das ist ein cooles Design. Dann haben wir noch eine Pop-Up-Figur. Oder nur Pop-Figur. Doctor Who. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Doctor Who. 294. Der neunte Doktor. Ja, okay. Alles ganz okay, alles ganz cool.
Aber da haben wir hier noch einen kleinen Comic. Spider-Man. Spider-Man echt cool. Aber das ist immer noch nicht das Coole, was ich gesehen habe. Und Wolverine, Oida. Und Storm. Und keine Ahnung, wer die anderen sind. Okay, den lese ich in der U-Bahn später. Da! Bam! Yu-Gi-Oh! Ihr wisst, gerade mal Yu-Gi-Oh! Challenge. Alter, richtig geil. So, was ist das? Trumpf, Wunschthemen. 1, 2, 3, 4, okay. Yugimoto. Moment. So. Yami Yugi. Joey Wheeler. Thea Gardner. Tristan. Yami Bakuga. Großvater. Er kriegt nicht mal einen Vornamen, er heißt einfach nur Großvater. Kaiba. Mokuba, Pegasus, Mai, Odion, Magik, Darts, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Seto, Weevil, Rex Raptor, Marco Tsunami, Panik, auch keine Ahnung wer das ist. Bandit Key, Bones, okay, die Rare Hunter. Okay, coole Sache. Das hat mich gefreut. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Niemals tot. So, aber das war's, oder? Aber das war's. Wie gesagt, danke an Luchas. Check die ab, Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box zu einem bestimmten Thema. Dieses Mal war's Gaming anscheinend. Ansonsten Kyogre jetzt relativ nah. Auch exzellent möglich bei jedem Wurf. Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrungen mit Kyogre. Seid ihr eine von den Leidenden, die jetzt einen guten hatten, wo das System noch schwieriger war? Und findet ihr das jetzt unfair oder beschissen, dass ihr jetzt einen guten verpasst habt, weil das System so spät geändert wurde? Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.